Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play Dirt Showdown mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los in Colorado mit einem Knockout-Rennen sozusagen. Ein Showdown, wo man ja nicht letzter werden darf, weil man ausscheidet. Jetzt muss man natürlich versuchen, immer vorn zu sein, so weit vorn wie es geht. Mit der Spitze. Dass man da ja nicht ausscheidet. Ah ne, das war das hier mit dem Zeitrennen, wo man die beste Zeit braucht in den Sektoren. Okay. Achso, ja, stimmt, Domination, das war ja, wo man die Sektoren dominieren muss, mit der besten Zeit. Stimmt, da war ja was. So. Mal sehen, ob ich hier schön durchkomme, durch die Runde. So, drei Sektoren, okay. Ist nicht mehr. Wir können nur zwei Sektoren, leider. Ich bräuchte aber... am besten drei. Weil umso mehr man dominiert, umso besser ist es. Eieiei, das wird Zeit gekostet haben. Das war nicht gut. Shit, und wieder einer ist weg. Kann nicht sein. Ja, jetzt muss ich mich anstrengen. 10 Punkte Vorsprung habe ich ja noch. Auf den zweiten. Hier kommt sie, die letzte Runde. Oh, das heißt, platziert hat einen Punkt verloren. Ich bleibe bei 38, das ist gut. Gut, 37 habe ich verloren. Ei! Gut, also die Zeit ist im Arsch. Aber mein Vorsprung dürfte eventuell noch ausreichen, erster zu bleiben, hoffentlich. Müsste reichen, ich bin ja gleich ins Ziel. Das dürfte der Zweitplatzierte nicht mehr schaffen aufzuholen. Rein theoretisch nicht. Und er ist im Ziel. Ja, hab's doch geschafft. Siehst du, läuft doch. 35 Punkte für mich in Punkt Runde 1 von 2. Das sind wieder zwei Runden, die ich machen muss. Okay. Machen wir natürlich mit Freude. Das sieht ja bis jetzt sehr gut aus. Einmal erster, wenn man jetzt noch was weiter wird, das dürfte reichen, sogar für den Sieg oder für den zweiten Platz insgesamt. Damit könnte ich leben. Und wir haben Schneesturm. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Wenn wir hier bei Schneesturm fahren müssen. Schlechte Sicht hier. Sicht 0-0. Also fast 0 Sicht. Also man kann noch ein bisschen sehen in die Ferne, aber es ist nicht viel. Yep, wunderbar. Läuft. Schon mal 8 Punkte Vorsprung. Hat sich gerade ein bisschen verkleinert. Waren gerade ein bisschen mehr. So. Es ist sehr schwierig, alle zu dominieren. Also alle Streckenabschnitte. Das habe ich gemerkt. Das ist fast unmöglich. Also in der ersten Runde ist es einfach. Aber dann, wenn man in der zweiten Runde ist, beziehungsweise in der dritten Runde, nimmt es einen auch relativ schnell wieder die ganzen Dinge weg. Gut, den habe ich schon mal gehalten. Das ist sehr gut. Und wenn ich Bestzeit fahre, ist es auch besser, weil dann habe ich noch mal ein bisschen Vorsprung. Den halte ich bestimmt auch hier. Nee, der bleibt gleich. Da ist nichts passiert. Den hätte ich natürlich auch gern gehalten, den Posten. Den Sektor. Sektor
Ja, wunderbar. So muss es laufen. 50 Punkte. Der andere hat 34. Die zweiten. Das sind zwei zweite Plätze mit 32. Oh gut, einer hat jetzt 36. Aber sie holen nicht meine Zeiten auf. Bis jetzt habe ich immer noch alle gehalten. Sowas habe ich bis jetzt in dem Spiel noch nicht geschafft, dass ich wirklich alle Posten behalte oder dominiere. Das wäre jetzt hier in den Rennen in der Allstar-Klasse das erste Mal, dass ich alle Sektoren halte. Ohne Probleme. Mal sehen, ob mir das wirklich gelingt. Wäre richtig geil. Und die Gesamtpunktzahl ist wahrscheinlich 50, weil meine Punktzahl bleibt bei 50 und geht nicht mehr hoch. Auf jeden Fall eine coole Sache. Schön. Ich habe alle Sektoren gehalten. Alle vier Sektoren. Schöne Sache. Das war mal ein richtiges sauberes Rennen. Also da muss ich mir mal selber hier. Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber das muss ich jetzt mal machen. Das war jetzt echt saubere Arbeit. So. Schön. Läuft der Lachs. Der Lachs läuft einfach sauber. Ihr seht es ja hier, ne? Schreib alles ab. So, haben wir 76.000. Habe ich mir fast gut gemacht, alles, was ich ausgegeben habe. Der ist geil. Den werde ich mir holen. Den kaufe ich mir bestimmt. Rampage kommt jetzt dran als letztes. Vorletztes, besser gesagt. In Yokohama wieder. Okay, na das wird wieder ein Spaß werden. Aber mache ich natürlich gerne. Nehme natürlich wieder das Riesenauto hier, den Transporter. Der liegt erstmal gut und hat auch ein bisschen mehr Standhaltevermögen, wenn man wegrammen will. Da schiebt man nicht gleich komplett weg, die Kiste. Auf geht's! Jawohl! Na kommt, bitte Spaß haben hier. Autoliebe. Nö, warum auch? Warum? Wenn dann nehmen wir voll mit hier. Logisch. Ah. Hey, komm. Nicht drauf aufs Auto. Keine Autoliebe machen, ihr Schweine. Das ist nicht FSK 18. Schämt euch mal ein bisschen. Eier! Dreckschwein. Ich habe einen kommen sehen, aber ich konnte nicht ausweichen. So. Was da, das Steffen kommt. Haha. Oh, und ich wurde natürlich auch terminiert. Doppeltermination gerade auf einen Schlag. Irgendwas verschaffen. Schade. Wollte Freizeit geben. Ah, das war ausgewichen. Penner. Der hat gewusst, was ich vorhatte. Schrott auf Schrott, sag's doch. Schrott auf Schrott, das passt. Oh ja. Ey, meine Türen. Ja, jetzt wollte ich mich einpressen hier, aber das gönne ich denen nicht. Darf ich doch nicht hier breit fahren. Gut, 4000 Führer Vorsprung.
Oh, doppelte Punkte, sehr gut. Und. Scheiße. 2000, jawohl. Das geht an mich. Jawohl, mit einem großen Vorsprung noch gewonnen, ey. Das läuft, ey. Heute habe ich eine richtig gute Runde bei dem Spiel. Das muss ich mal sagen, hier. Besser kann es gar nicht laufen, hier. So. Und das letzte Rennen von All-Stars, also das Finale, kommt dann in der nächsten Folge dran. Weil ich jetzt an der Stelle auch erstmal wieder beenden werde, die Folge. Denn die Zeit ist schon ja fast um. Hoffe natürlich wie immer, dass es euch viel Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bei Let's Play Your Showdown mit und von eurem Darsteffen zockt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da oder ein nettes Kommentar. Wünsche euch jetzt noch ein guten Rutsch in das neue Jahr, weil heute ist ja der 31. Rutsch gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann am Samstag zur ersten Folge im Jahr 2021 von Dirt Showdown wieder. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle gesund rüberkommt und gesund bleibt. Und ihr alle nächstes Jahr wieder dabei seid als meine treuen Zuschauer, Abonnenten, Freunde und Abonnenten und so weiter und so fort. Also dann verabschiede ich mich jetzt an der Stelle, sage Ciao mit V und schön, dass ihr dabei wart. Bis bald, euer Darth.